Sollte ich nachfragen, was sie in diesem Tempel macht? Get Launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan king. Oh shit, und damit herzlich willkommen zurück zu DuckTales Remastered. Nicht? Oh. Das sieht aber nach einem lustigen Minispiel aus. Habe ich recht? Oh. Okay. Muss ich einfach die Dinger sammeln? Oh. Und wie lange man überlebt, oder? The fuck? Okay, habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich akzeptiere das einfach mal so. Ich hatte eigentlich schon die Amazon-Kacke angefangen und aufgenommen, aber ich war sehr schlecht. Thanks for the lift, Launchpad. No problemo. Lift is problemo. One of my favorite principles of aerodynamics. USA, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I yeah, do. Yeah, yeah. Great, then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. Oh. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl. And I'm not leaving till I find it. Ich finde es irgendwie mega weird, dass Dagobert einfach seinen Mund nicht bewegt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das maximal nervend. Ich meine, es ist jetzt nur in Englisch verfügbar, ne? Von der Aussprache her, ne? Ja, dann warum nicht Mundbewegung hinzufügen so? Das verstehe ich ja einfach mal überhaupt gar nicht. Komm, mach den DK einfach mal platt. Oh shit, eine Münze. Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. Edo, you haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Mr. McD? I'm getting kinda hungry up here. I'm not even going to dignify that question with a response. Jedenfalls. Wah! Ich glaube, es war ziemlich dämlich von mir, auf schwer zu spielen. Scheiße. Weil, auf schwierig, ne, wie es ja, glaube ich, heißt, ne. Es ist schwer. Wer hätte jemals damit gerechnet, ne? Ne, ich weiß nicht, hier kommt gleich eine richtig coole Passage, die jeden erfreut. Ich hab das jetzt schon so oft gespielt. Also dieses Dreckige, was jetzt kommt. Dass ich es fast schon auswendig kenne. Oh Gott, war das knapp. Ich habe auch alles ziemlich einfach eingestellt, ne? Also mit dem. Another coin. And this one has an inscription of an eagle. Wow. Mit runterdrücken dabei. Das habe ich ausgestellt, ne? Nur um das jetzt mal so neben. Hallo? Darf ich bitte das. Ich wollte gerade schon sagen, ne? Das hat mich sonst hart getriggert. Oh, was ist das denn für ein lustiges Secret? Oh, ist das funny. Guck mal, Leute, was ich gefunden habe. Münzen. Ich meine, was sind das? Edelsteine, ne? Wach. Auf dem Pogo-Stick macht doch alles Spaß. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, dass das ziemlich... Ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich so, DuckTales Remaster, oh, das wird bestimmt mega cool und sowas, ne? Ich habe das Gefühl, dass uns das eher richtig hart abfacken wird. Guck mal, es fängt schon an. Okay, man musste mich hier in der Luft einfach mal den Pogo-Stick loslassen. Damit man hier zum Beispiel... Oh! Komm, mach den so auf. Dankeschön. Münzen! Aha! A coin bearing the image of the Queen's horse. Ha! It'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McD. Wah! Okay. Mr. McD. Hier zum Beispiel. Das ist eine total tolle Stelle. Mama mia. Whoa! Oh mein Gott. Leute, das ist gerade Meisterleistung, wenn ich das mal gerade so erwähnen darf. Wow. Oh mein Gott. Leute, Mann, ich bin einfach im Bilde. Ha! Hier muss man abwarten, damit sie den Kopf wieder senkt.
Mamma mia. Okay, gut. Au, au, au. Das hat wehgetan, Mann. Weg damit. Weg damit. Ist hier noch was? Vielleicht. Okay. Nee? Okay. Dann hier noch eine Münze, oder wie? Jawoll. Na klar. Wo ist Frieda? Wo ist denn die alte Frieda? Hm? Na gut. Nee, ich weiß nicht. Ich dachte mir so, hey, das wird bestimmt so cool wie Ori and the Blind Forest, ne? Aber ich hatte tatsächlich so... Look at this. An ancient coin with the image of a scythe. It must represent a good harvest. Eine gute Harvest, oder? Das ist... Beruhigen Sie sich. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Okay, okay. This time I ask you for help. Is that a promise? Oh, shit. Gut. Jetzt habe ich jetzt, was ich sagen wollte. Als Alternativ in dem Projekt, da hatte ich auch Donkey Kong Country 2 im Kopf, ne? Das ist auch mittlerweile über SNES online verfügbar. Richtig hot eigentlich. Und da kann man hoch. Jalel. Ist hier was? Man muss, oh Gott, immer in jede Ecke schauen. Man weiß nie, ob hier irgendwas ist. Wow. Huh. Ist hier noch irgendwie random Kacke? Komm. Irgendwie da oben? Nö? Okay. Oh Gott, halt dich fest. Aber nicht so sehr. Nein! Ich dachte, er springt. Aber dann halt nicht. Okay. Noch eine Münze. Found another one. And it depicts the ruling might of a spear. Oh. Ah ja. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. And them. And also them. Ah ja. Huh, ducken. Je, aber ich habe mich dann doch hierfür entschieden, ne, weil ich mir dachte, hey. Ich glaube, das habe ich schon mal letztes Mal erzählt, ne? Weil ich mir dachte, hey, komm, wenn du schon die Sachen dafür hast, ne? Aber, nee, ich habe halt immer so Gutes darüber gehört und ich hatte es sowieso und dann war irgendwie, ja, ich habe mich selbst überzeugt. Na, eigentlich habe ich dafür irgendwie, irgendwie dachte ich mir so, hey, und dann habe ich ein Thumbnail gemacht und dachte ich mir, ja, komm, es sollte ja nicht für die Katze sein, ne? Von daher, darf ich mal Heilung haben, so? Oh, da ist ja echt was drin. Wenn ich jetzt sterben sollte, ne? Da fände ich das schon ziemlich traurig. Aber darf ich nicht... Ich dachte mir gerade schon, ich darf doch da drauf springen. Wow, wow. Wow, 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 wow. So, nächste Münze. Look at this one. It shows a shield. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. Tja. Tipps von Dagobert. Okay. Jedenfalls. Ja, das war eine Idee. Und wo ich eben gerade von... oh Gott. Wo ich gerade eben ja von wunderschön... Mama mia. Waren wir nicht schon mal? Jetzt bin ich aber verwirrt. Oh mein... Natürlich! Hä? Wie kann man denn so widerlich sein? Ach, warte, kann man hier ganz hoch? Ja gut, die Schätze bleiben ja sowieso gespeichert, ne? Das ist mir ja letztes Mal schon aufgefallen, ne? Von daher bleiben wir auch hier. Was ich sagen wollte, so, ne? Ich hatte auch jetzt, wo ich eben von Ori geredet habe, ne? Da kam mir auch ein Sinn. Ori and the Will of Wisps. Ja. Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. Ich meine... Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, yeah, I forgot.
Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the time. Why? Ich könnte ja mal wieder so eine kleine Projektumfrage auf Twitter oder so machen, ne? Also hatte ich das ja auch gemacht für das Hauptprojekt nach Ludwig's Mansion. Oh, man braucht alle Münzen sogar, ne? Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. Oh, you must have come across an ancient Incan poker table, Mr. McDee. How about I come down there and you deal me in for a hand? You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? All right, trouble spotting it is. Yeah. Launchpad. What if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Oh, shit. Ach, no. It's not working. Hey, maybe you need to say the magic words. Maybe not. Was geschieht? Ein Tempel? Wow. Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McDee. Los! Springe auf, mein lieber Dagobert. Und ich habe schon wieder vergessen. Ist hier nichts? Nein. Nein, das werde ich nicht versuchen. Ich würde aber gern. Oh mein Gott, aber ich mache es nicht. Das ist ja Selbstmord. Siehst du? Hallo, Gebielchen. Ich dachte schon, lässt mich jetzt. Oh! Achso, ich kann wieder hoch. Ich kann sowieso hier runter, ne? Was, wenn ich sage, nein, danke? Da war bestimmt was. Und hier. Oh mein Gott, nein, bleib oben. Ich will da nicht hin. Oh! Bitte nicht. Ja, ich könnte mal wieder sowas wie auf Twitter so eine kleine Projektumfrage machen, ne, wo ich dann euch das Nimbrett entscheiden lasse. Oh, I did it! I found the legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Yeah, yeah, yeah. Was ist das jetzt schon wieder? Guck mal, hier ist noch was. Nö? Doch. Ich wollte schon sagen, aber warte. Okay. Akzeptiere ich einfach mal. Dann geht's jetzt hier in den Tempel rein, oder wie? Ich weiß ja nicht mal, wie groß die ganzen Gebiete sind. Es gibt ja, glaube ich, nur 6 Welten, nenne ich es mal, ne? Deswegen, ich habe selbst keine Ahnung. Da oben ist was. Nee? Ah! Sehen Sie? Hier ist ja doch was. Oh, shit. Gib mir die Sachen, bitte. Jetzt habe ich noch mehr, oder? Komm. Hier muss noch mehr sein. Nee. Okay, dann halt nicht. Aber da. Nee. Als ob. Aber mich erinnert das halt ziemlich an Shantae. Irgendwie. Weil, Beruhig dich. Gerade aus dem Grund. Soll ich denn da hinkommen? Gerade aus dem Grund wegen, ist ja auch ein Way Forward, ne? Und Shantae sind eigentlich Spiele, die ich mag, so, ne? Kannst du bitte mal aufhören damit? Da oben ist nichts, ne? Okay. Von mir aus, aber wie soll ich da hinkommen, so? Hier darf ich nicht springen. Ah! Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Ich habe mich erschreckt. Ja, was ist da los? Was zur Hölle? Da war ein Gegner, aber ich bin irgendwie hochgekommen. Aber ich akzeptiere das einfach mal. Okay. Ja, hier sind wieder Geschichten. Ganz viele coole Schätze. Ist hier noch was? Hallo? Oh Gott. Da links doch vielleicht noch was? Why are you here, Mrs. Beakley? I'm just making sure you stick to your diet, Mr. McDuck. Marvelous job, as usual, Mrs. Beakley. Sollte ich nachfragen? No, Mr. McDuck.
These giant stone obelisks would make wonderful souvenirs for the boys. Sollte ich nachfragen, was sie in diesem Tempel macht? Gesunder Appetit. Vor allem, sie ist doch... Woher wusste sie, dass wir erstens hier sind und zweitens, dass der Tempel geöffnet ist jetzt? Check ich nicht wirklich, aber okay. Wir akzeptieren das mal. Ach, das ist ja die Stelle direkt, ne? Könnt ihr weggehen? Okay, der greift nur so an. Der kommt aber von allen Seiten. Ja, die Gegner, die respawnen schnell, habe ich das Gefühl. Weg mit dir. Oh Gott, ja natürlich. Passiert mir wieder sowas. Kann er weggehen? Danke. Alter, die spawnen auch überall. Jedenfalls, ja, ich weiß nicht, wie lange die... Okay, der kann mich so nicht angreifen. Ja, natürlich. Mal wieder cooles Pech. Alter. Er soll weggehen. Er nervt mich. Bitte bleib doch einfach weg. Ich brauche Heilung. Huh. Nicht, dass mich so ein Kackding erwischt. Kann er durch die Wände schießen hier, ne? Nee. Ja, weg. Nein. Ich besiege ihn erstmal. Ich möchte nicht, dass er... No. Oh mein Gott. Oh ja, ganz viele Schätze. Dankeschön. Ja, meine Befürchtung ist irgendwie, dass es so langweilig werden könnte. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, hier passiert zwar cutscene-mäßig was, aber... Ich weiß es nicht. Ich hätte eher so im Kopf gehabt, so ein Donkey Kong Country 2. Wäre vielleicht unterhaltsamer. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja Leute bei euch irgendwie, die DuckTales remastern oder an sich DuckTales so... Wie so, oh, cooles Game. Oh Gott. War das gerade ein Insta-Dev? Ich glaube schon. Unverschämtheit. Hallo? Okay, ich renne einfach mal. Das war kein Insta-Dev. Aber ich kann zu... Ich kann nicht zurückgehen. Okay, dann ich... Also ich kann zurückgehen, aber... Okay, das ist eine Sache hier. Heilung, dankeschön. Das war doch kein Insta-Dev, ne? Ich war einfach nur... Stimmt. Ja, klar, ich war... Ich war schon verwundet, du. Bitte gib mir mehr. Also, wie gesagt, ich finde das jetzt nicht schlecht, ne? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Cutscenes uns so erdrücken. Oh mein Gott, war das knapp. Dass sie uns so erdrücken werden, jetzt schon wieder diese Kackviecher, ne? Alter, bitte. Bitte gehen Sie bitte mal weg. Dankeschön, vielen Dank auch. Na, willst du mich verarschen? Ob du mich sprengen möchtest? So. Auf geht die Post. Auf geht die Post, ne? Sie geht nicht ab, ne? Sie geht auf diesmal. Okay. Gut, gut. Aber die Musik bleibt die ganze Zeit gleich, oder wie? Also ich denke jetzt mal, so wie ich es im Kopf habe noch, ne? Vom tollen DuckTales NES Let's Play, vom alten Let's Play Markus, der jetzt gerade mal nicht so alt ist. Müsste es irgendwie so sein, du hast dein ganzes Gebiet hier, ne? Sammelst random Kack, ne? Und irgendwann kommt ein Boss. Natürlich. Und irgendwann kommt ein random Boss. Glaube ich. Also ich weiß es wie gesagt nicht mehr, ne? Alter, als ob du jetzt wieder spawnst. Okay, komm, erstmal. Schon wieder. Okay, ich lebe. Jetzt kommt der wieder. Er kommt wieder, Freunde. Oh mein Gott. Ja, stellt den Hals nochmal raus. Ich war nicht vorbereitet. Natürlich ist da ein Schatz. Ja, gut. Ja, wie auch immer ich rankomme, ist mir... One-Up. One-Ups sind mir jetzt richtig wichtig. Das ist fast schon so... Da ist was. Als ob es so Secrets gibt. Also es ist schon fast so im Sinne von Mario Bros. Was war das denn? Einfach eine Medaille? Wie viel Geld gibt? Okay. Aber das durchsichtige oder durchgehbare Wände gibt, finde ich interessant mal wieder. Ich denke mal, am vergleichbarsten ist es wirklich mit so ein Semi-Shantae-Game. Oder vielleicht noch ein bisschen Castlevania, ich weiß es nicht. Wenn ihr da mehr wisst, ne, wie ihr das Spiel beschreiben würdet, dann haut es in die Kommis, ne. Und damit meine ich nicht in die Kommunisten. Lass sie bitte entfliehen. Um Gottes Willen, das sind auch nur Menschen. Ja. Okay, der Zepter. There it is, the King's Scepter. Ja, gebt ihn mir. This was easier to find than a penny in a parking lot. Sagt der Typ, der sich fahren lässt. Alter. Oh! Der Controller vibriert. Catch me, Kiltz. What was that? Eben.
glaube, das ist ein böser Boss. Ah! Ich lebe noch. Springt er nochmal? Wow! Okay, springt er wieder? Oh Gott. Ich habe Angst und ich denke, der hat mehr Leben, ne? Nein! Warum habe ich es getan? Ich wusste doch, dass er springen würde. Das war da so offensichtlich. Okay, ich habe... Ja, natürlich. Okay, pass auf. Ein... So, dann springt er wieder. Push. Dann springt er wieder. Wow. Okay, geht weg. Wow, wow. Finde ich das toll? Nein. Okay, 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 okay. Bis jetzt noch überblickbar. Chill, 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 chill. Yippie. Was schreist denn Yippie? Wo ist denn das Yippie? Das ist doch keine Freude hier. Oh Gott. Okay, okay, ich spring nochmal lieber. Ja, sehr schön. Nochmal ein Treffer, ja. Finde ich gut. Macht er jetzt seinen komischen Drehsprung? Ja. Boom. Okay, wahrscheinlich noch einmal hier nach, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht. Lassen Sie mich doch ganz. Oh Gott. Ja gut, aber sonst ist es ja eigentlich... Ich will zwar jetzt nicht die Worte simpel in den Mund nehmen, sonst sterbe ich gleich echt noch. Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist halt ein schwerer Koopaling-Fight. Okay, warte, ich warte wieder ab, ne? Der soll einmal springen. Und sich selbst glücklich machen. Oh Gott. Das hätte gerade ein Treffer werden können, ne? Ach so, der spricht da meinen Pogo-Stick ab, ne? Und bam. Weg mit dir, komm. Oh mein Gott! Mamma mia! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Er kann mich einfach ermorden jetzt. Mom! Spring. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Mach deinen komischen... Oh, ho, ho. Ach du Scheiße. Mein Herz. Mein Herz, Leute. Quark. Ja, ich merk's. Ach so. Wie jetzt? Spring auf! Komm. Get us out of here, Launchpad. Ja, jetzt will er. Jetzt will er, ne? Jetzt will er weg. Was machen wir jetzt? I cannot believe we came all this way for nothing. Ich hab das Rezept, der irgendwo random ist. Oh, hallo? What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. Okay. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite a contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? Ha! Fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McD? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. Ja, nice! Einfach so richtig. After all, it was just the old king's back scratcher. Aha, aha. Einfach richtig höfliche Boys. Schaut euch an, die haben wir eben mit unserem tollen Pogo-Stick einfach erstochen. Eigentlich richtig fies. Na gut, das scheint dann der Amazonas gewesen zu sein. Oh, richtig glückliches Menschenfeelings jetzt. Geld! Du hast gesammelt, Zepter des Inka-Königs. Du hast einfach noch einen Schatz gefunden. Ja, das stimmt. Schwierigkeitsmodifikator. Oh lol, das gibt ja richtig viel Geld. Ja, hot. 5 Millionen. Jawoll! The Scepter of the Incan King. Ja. I tell you, boys, there's something special about this treasure. Abut. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks Abut. Like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life.
Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. So, der nächste Platz, den wir besuchen werden, also ich werde auf jeden Fall das Klosett besuchen. Da werde ich Spaß haben. Ja. Suchen wir uns dann im nächsten Mal das nächste Schatz-Suchen-Level-Ort? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wir können ja mal reinschauen, einfach mal so, aus Neugierde. Es ist Transsilvanien, das sollte ich eben sogar sagen, aber ich wollte nicht sprechen. So. Da bin ich gespannt, wie es aussehen wird mit Transsilvanien. Vielleicht wird das Spiel gar nicht so lang, wie ich dachte. Ich meine, erster Part Einleitung mit dem mit der Bank, ne? Jetziger Part 25 Minuten, ja. Amazonas, ich denke mal, wenn das jetzt, ich habe jetzt nicht gezählt. Da war gerade eine Moon-Theme, ne? So ungefähr vielleicht 6, 7, 8 Parts, vielleicht 10. Mal schauen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, ne? Also, tschüss, wollte ich gerade sagen. Bleibt münzig und tschüssikowski.